Und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Runde Orcs Must Die auf der Übergang. Mit mir, euer Rob, bei der Multiplayer-Mande. So, wir gucken erstmal wieder die Map an. Vielleicht falle ich diesmal nicht runter. Also hier hinten ist der Ausgang. Okay, okay, die können von hier lang kommen. Und von hier unten. Und ich habe immer noch keine Barrikaden. Barrikaden wäre das ja echt so geil. Was legt man denn da hier lang? Zauberbuch, ich kann die Sprungfallen noch mit dazu nehmen. Könnte die, wenn ich es drehe. Na, ich hoffe mal, die fallen da nicht nach dort. Dann lasse ich es alle nach da knallen. Lass sie hier runterfallen. Hier nochmal slow und hier nochmal slow und dann legen wir los. Die Donnerbüchse müsste auch mehr Damage machen. Schau mal. Oh, jetzt kommen andere Schützen. Ich hätte vielleicht gucken sollen, was alles kommt. Dann muss ich jetzt noch ein bisschen aufpassen und ausweichen. Genau, was ich nicht mache. Zack, wir töten. Ja, der Kartwagen ist halt echt gut, wenn man lang fährt. Weil der räumt die so schön weg. Mein Schädel. Sterbt alle, komm, jetzt sterbt hier mal weg. So, und du kriegst noch ein Heady. Oder was auch immer. Neuer Spalt öffnet sich. Ich muss hoch. Jetzt muss man echt ein bisschen hin und her laufen und gucken. So, mehr Cash habe ich nicht, leider. Komm ich hier runter? Ich komme auch da runter, okay. Seid ihr tot? Nö. Warum hoch? Also die treffen mich halt nur noch, ey. Was soll denn das? So, weg sind sie. Noch einer. Der ist tot. Von unten kommt noch nichts. Also kann ich oben weiter rumballern. Wir aktivieren mal die 5. Ich habe nicht genug Mana. Komm. Habe ich kein Mana oder was? Na okay, dann müssen wir weiter schießen. Jetzt habe ich genug Mana. Dann bringt ihr nämlich ein bisschen mehr Cash. Hallo, töte doch immer. Problem ist halt, die ganz schnellen rennen halt wie immer vorbei, ne? Da gibt's gar nichts. Denen sind noch die Sprungfallen egal. Dann gehen wir mal hier auch hin. So, der ist tot. Jetzt kommen sie oben. Jetzt wird es dann doch ein bisschen lustiger. Und ich kann theoretisch noch die Weiche stellen, ne? Wie sie langfahren sollen. Genau. Dann lasse ich die unten, weil unten kann ich so ab. Oder gibt es hier zwei Ausgänge? Es gibt zwei Ausgänge. Fuck. War das schon immer so? Oh Mann, ey. Oben könnte ich halt die fallen, aber dafür habe ich kein Geld. Jetzt haben wir ein bisschen Geld, dann machen wir die Wandfallen mit hin. Und lassen den Wagen doch lieber unten lang fahren. Ich wollte den Wagen und nicht diese Horten schon aktivieren, so ein Mist. Ja, der ist zu schwer, der wird nicht runtergeschubbt. Die auf jeden Fall. Oh, der lebt noch, oder was? Jetzt nicht mehr. So, den Hammer. Den nehmen wir auch noch. Der von unten kommt wieder und der kriegt noch ein Heavy. Mal schnell runter. Stirb jetzt, Digga. Los, komm. Das würde ich gerne verkaufen, kann ich nicht. Kein Mana. So schnell verkaufen. So, so. Hier noch so, so.
Hier kann ich nur mit Slow machen. Los geht's. Okay, sie kommt von unten. Aktivieren wir mal die 5 schnell. Tschüss. Ciao. Ja, von hier landen sie halt genau da drüben. Aber sie laufen nur hier oben lang, das ist okay. Dann snack ich den jetzt schnell weg. Zack, gut ist er. Und euch schnell noch wegräumen. Und dann die hier oben wegräumen. Und jetzt erledigen meine Fallen. Granaten kommen nicht so weit, oder? Doch, passt. Brauchen wir Fallen. Unten ist safe. Münzen einsammeln, der von oben. Ah, das sind die, alle runtergefallen sind. So, nächste Welle geht gleich los. Wir brauchen noch ein paar Fällchen hin. Kein Cash mehr. Ist wieder einer durchgekommen, ey. So ein Mist. Kriegst du ja nicht hin in der Aufnahme, ne? Also da verkack ich derb. Habe ich ihn erwischt? Nein. Jetzt habe ich ihn erwischt. So, ich erwische ich auch noch, oder? Was mache ich denn nur? Ich bin so doof, ey. Ich fall jedes Spiel einmal runter. Und wie immer nur in der Aufnahme nur für euch. Mit Absicht baue ich diese Fehler ein. Sonst falle ich hier nie runter, ey. Aber das kann ja niemand wissen, ne? Weil ihr seht mich ja nicht offscreen zocken, also ich bin so schlecht. So, dann ist der auch gut. Wir können Fallen platzieren ohne Ende. Da bauen wir die halt jetzt so, dass wir nochmal zurück müssen. Und dann geht die Party los. Und für jeden habe ich eine Kugel. Wir müssen einsammeln. Die werden noch schnell töten. Hier oben schafft es anscheinend keiner lang. So, die sind auch weg. Oh, ich muss die unten schnell mal wegräumen, diese Armbrustschützen. Weil oben habe ich genug Fallen, nur hier unten nicht wirklich. Sieht es da oben aus? Komm nicht so weit, ey. Voll doof. So, ich muss schnell hoch. Hammer, Hammer und schnell wieder runter. Und hier haben wir noch einen, der ist tot. So, und da haben wir die Map auch geschafft. Natürlich wieder nicht mit vollen Leben, ey. Gibt's wieder noch 4 Sterne. Von 5, super. So, den Zwergenwächter freigeschalten. Der wirft natürlich schöne Bomben auf die Gegner. Kann natürlich auch sterben, müssen wir dann wieder resetten und neu bauen. Wir gucken nochmal ins Zauberbuch. Ich würde sagen, wir machen nochmal das... Kann man die billiger machen? Ne, nur erhöhten Schaden. Setzen die Gegner manchmal in Brand, verlangsamen sie an der Decke platzieren. Ich nehme erstmal ein bisschen mehr Schaden und hier nehme ich noch das Kosten-Downgrade-Upgrade. Wo ist es denn jetzt die Falle? Tja, AK ich nicht, kostet 13. Ne, das geht nicht, so teuer. Die Stachelfalle wird schnell zurückgesetzt. Ja, nehme ich nochmal. Und wir haben keinen Cash. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Orcs Must Die mit eurem Rob. Bis dann. Tschüss.